Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es noch ein kleines Update-Video und zwar zu den ganzen Sachen, die sich jetzt mit dem Ende von 14 Tage Fortnite, vom Star Wars Event etc. geändert haben, was alles entfernt wurde wieder. Ich würde nur sagen, wir beginnen hier in der Lobby. Allerdings, bevor wir das machen, würde ich mich natürlich riesig über ein Abo freuen. Außerdem, wenn ihr mich noch im Livestream sehen wollt, ich denke, ich werde nach dem Video auch wieder streamen. Das heißt, wenn das Video online ist, könnte es sein, dass ich auf Twitch live bin. Checkt dazu den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich auch gerne das Video. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Als erstes haben wir zum Beispiel hier nicht mehr die Lodge. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr es nicht gemacht habt, keine Geschenke mehr abholen. Winter Challenges wurden auch entfernt. Die könnte ich hier nirgendwo mehr finden. Star Wars Challenges waren schon vor etwas längerer Zeit entfernt worden und morgen werden die Overtime Challenges, die Verlängerungsherausforderung, freigeschaltet, wo ihr dann auch noch einen neuen Stil freischalten könnt, und zwar vom Genesung bzw. Toxin Skin. Diesen Skin hier, glaube ich, diesen Stil freischalten. Das Ganze wird dann eben halt, wie gesagt, ab morgen freigeschaltet im Game. Ansonsten, Item Shop habe ich euch heute Morgen schon gezeigt, und was ich allerdings vergessen hatte, Zoom Emote ist zum Beispiel eines der seltensten Emotes gewesen, jetzt natürlich nicht mehr. Und der Farbenschütze ist tatsächlich ein neuer Skin, den es vorher noch nicht gab. Hier steht eben halt, wurde in Season X eingefügt, das war aber so ein Voting Skin, wofür eben halt die Leute nicht gewotet haben, und der ist jetzt im Prinzip das erste Mal zum Kaufen verfügbar hier drin. Ansonsten hat sich in der Lobby nichts geändert. Der Hintergrund ist beispielsweise noch gleich geblieben. Ich frage mich auch, wann vielleicht das nächste Update kommt. Darüber würde ich sagen, sprechen wir aber allerdings erstmal in der Runde gleich. Wie man es vielleicht hier schon aus dem Bus erkennen kann, ist es wieder so, dass der gesamte Schnee auf der Karte schmilzt. Wahrscheinlich wieder mit den Tagen immer mehr was grün wird, so wie es auch im Prinzip dann verschneit wurde. Geht jetzt genauso wieder zurück. Und es gab ja auch noch diese ganzen Häuser, wie zum Beispiel da hinten, diese ganzen Eishäuser. Die sind ja mit 14 Tagen Fortnite reingekommen. Und hier vorne, da beim Haus, stand ja auch ursprünglich so ein großer Eisstuhl im Prinzip. Der wurde jetzt auch entfernt mit dem Enden von 14 Tage Fortnite. Ich denke mal, die ganzen anderen Gebäude werden da auch noch nachziehen und mit der Zeit auch verschwinden. Beispielsweise eben halt das da hinten über Frenzy Farm oder alternativ da unten Gasthaus Schlotter. Das wird allerdings, denke ich mal, als letztes so ziemlich weggehen, da das hier auch ziemlich weit oben liegt. Dadurch wird dort der Schnee auch am längsten erhalten bleiben. Genauso da hinten das Gebäude. Wo ist es? Da vorne müsste es irgendwo sein. Das, denke ich mal, wird auch etwas länger bleiben, weil es eben halt auch etwas höher liegt. Ansonsten verschwindet eben halt so mit der Zeit hier der ganze Schnee. Der Winter in Fortnite endet. Bei uns in Deutschland kam nicht mal der erste Schnee. Nicht im letzten Jahr und auch nicht in diesem Jahr. Da auf jeden Fall Grüße gehen raus an den Klimawandel. Danke auf jeden Fall für die geilsten weißen Weihnachten, die es jemals gab. Kappa. Ich frage mich, ob wir auch jemals irgendwann Schnee bekommen hier. Ein Tag, ein Zentimeter oder so maximal. Und dann war es auch wieder mit dem Winter hier in Norddeutschland. Mir hat der Winter ehrlich gesagt ziemlich gut gefallen. Das ganze Winter-Event. Bro, ich wollte ihn spitz hacken. Aber er war zu gut. Zu gut, um gepickaxed zu werden. Ja. Auf jeden Fall sind damit jetzt auch die ganzen Schneestürme draußen. Das heißt, man hat nicht mehr, dass es mitten in der Runde irgendwann mal so ein Nebel kommt, dichter Nebel. Auch wenn es ein gutes Feeling war, für die 2 Wochen jetzt, glaube ich, war es vollkommen in Ordnung. Wirklich ein super nices Event. Wäre es länger, würde es wahrscheinlich auch jeden abfacken. Ich muss sagen, es ist schon relativ realistisch gewesen. Langsam kommt der Schnee auf die Karte. Natürlich, dass er so früh rausgeht, ist nun mal einfach auf Wunsch der Community, weil sich letztes Jahr auch ganz viele
Leute darüber beschwert haben, dass der Schnee Ewigkeiten drin bleibt, dann finden das viele immer nicht wirklich cool, auch wenn immer der richtige Winter eigentlich erst jetzt beginnt. Aber im Game finden das eben halt, wie gesagt, nicht ganz so viele nice. Ansonsten wurden auch alle Waffen, die jetzt mit dem Winter-Event reingekommen sind, darunter auch eben halt beispielsweise die Geschenke, wo es ja auch logisch ist, dass sie draußen sind. Und dadurch ist das Jagdgewehr logischerweise eben halt auch aus dem Spiel entfernt worden. Aber auch, soweit ich weiß, alle anderen Items, die dazugekommen sind, wie zum Beispiel die Silent Scar. Und es kommen auch nicht mehr täglich neue Items rein. Das hat jetzt auch aufgehört. Ansonsten ist eben auch der Schneeballwerfer jetzt wieder draußen. Der war auch logisch nur über das Event. Ich hatte allerdings gedacht, dass eben zum Beispiel wirklich die Silent Scar für eine etwas längere Zeit drin bleibt. Hat sich aber Epic Games anscheinend dagegen entschieden. Vielleicht ist sie auch trotzdem noch drin, aber so von dem, was ich gehört habe, ist sie auf jeden Fall nicht mehr im Game verfügbar. Was eigentlich relativ schade ist, wobei sie eben halt auch nicht allzu häufig war. Dadurch fällt es auch nicht ganz so extrem auf. Aber wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut, ist in Season 10 tatsächlich nur Season 11 bzw. Chapter 2, Season 1, nur die Harpune reingekommen. Alle anderen Items, die zwischendurch wieder reingekommen sind, wurden wieder entfernt. Und das ist tatsächlich ziemlich wenig Content. Liegt natürlich auch zum Großteil daran, dass sich die Competitive Community darüber beschwert hat, dass zu viele Sachen reinkommen. Was ja auch verständlich ist, weil manches echt ziemlich trash war. Zurzeit sind Jan ja auch noch im Urlaub. Jetzt müssen wir den mal versuchen hier zu bekommen. Easy. Scar nehmen wir natürlich mit. Die habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Runde noch zu Ende spielen. Ansonsten stimmt, Lichtschwerter und diese Blaster von Star Wars sind natürlich auch entfernt worden. Ich dachte ja ursprünglich, die würden mit dem Enden der Challenges auch entfernt werden, aber war anscheinend nicht so und die sind jetzt über das ganze 14 Tage Fortnite-Event geblieben. Genauso wären wahrscheinlich die ganzen Star Wars Skins und Weihnachtsskins nicht mehr reinkommen. Erst nächstes Jahr wieder oder eben halt bei den Star Wars Skins, wenn wieder irgendein neues Spiel rauskommt. Ich glaube, die Star Wars Filmreihe hat ja jetzt wirklich geendet. Aber vielleicht kommt ja trotzdem noch was. Ansonsten wird das wahrscheinlich erstmal genauso vorbehalten sein wie zum Beispiel der Marshmallow-Skin. Der war ja auch nur zum einen Marshmallow-Live-Event im Shop drin. Ansonsten war der, glaube ich, nie wieder verfügbar. Genauso wird es wahrscheinlich mit den Skins sein. Das heißt, die sich die Skins gekauft haben, werden jetzt einen ziemlich seltenen Skin haben. Und ich denke, für die wird es auch ganz nice sein. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich beim nächsten Gegner. Und spielen die Runde, wie gesagt, noch zu Ende. Wobei da natürlich auch direkt der nächste Gegner ist. Oder auch nicht mehr ist. Den bekommt man hoffentlich auch noch. Ja, easy.
Alter, ich merke so, wie viel ich trainiert habe, ne? Das ist schon wirklich krass. Ich habe in den letzten Tagen wirklich ordentlich gepracticed. Gestern habe ich, glaube ich, auch 3 Stunden am Stück Boxfights gemacht. Was auch ziemlich strong ist. Krasse Runde bisher. Sehr, sehr schön. Dann kann ich da hinten auch mal schön looten gehen. Dann geht's ab in die nächste Zone. Was aber tatsächlich noch drin ist, sind die Schneemänner. Zumindest als Item, was so auf dem Boden rumsteht. Ich glaube, dass die auch nicht mehr als werfbares Item sind, also was man im Inventar tragen kann. Aber eben, wie gesagt, kann man die noch an allen Regionen finden, wo Schnee ist und wo die vorher auch gespawnt sind. Werden dann wahrscheinlich immer, sobald der Schnee weg ist, auch verschwinden. Genauso wie immer halt alles andere. Das aber nochmal so als Information, die mir auch erst gerade aufgefallen ist. Und ich dachte mir mal, ich mache heute auch ein Live-Commentary, während ich live zocke. Einfach just for fun, weil ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Und da ich auch nicht wirklich viele Clips irgendwie habe, die ich sonst noch darunter spielen könnte, außer irgendwelchen Streams, ist das auch so ziemlich meine einzigste Möglichkeit. Da vorne ist auch direkt wieder der nächste Gegner. Digga, los. Ich hab verzogen. Ja, natürlich trifft er mich. Ich bin connected. Och man. No way. Ich bin down. Shit. Schlecht gespielt am Ende. Aber so und auch ekelhaft. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.